Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist absolut surreal, jetzt dieses Video zu drehen, weil, oh, ich sehe auch richtig fertig aus, aber das ist das schlechte Licht hier, weil das hier alles definitiv nicht so geplant war, wie es jetzt verlaufen ist. Wir sind ja umgezogen letztes Jahr, also vor einem Jahr, aus der Großstadt, also aus Leipzig, ins Ländliche. Und es hat sich jetzt aufgrund mehrerer Umstände ergeben, dass wir nochmal umziehen und noch ländlicher wohnen. Also das ist jetzt ein ganz anderes Level. Also das ist hier wirklich das Nirgendwo. Und ich stehe jetzt in der neuen Wohnung und deswegen herzlich willkommen zum ersten Video von einer wieder Umzugsserie. Gefühlt besteht mein Kanal nur aus Umzugscontent, aber die letzten zwei Umzugsvideos habe ich ja erst ein halbes Jahr später hochgeladen, deswegen also, das ist alles schon ein Stückchen länger her. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal die neue Wohnung, in der ich nämlich gerade stehe, die ich gerade entgegengenommen habe. Und viel Spaß mit dem Video beziehungsweise mit auch den nächsten Videos. Und der Weitwinkel zeigt es schon, ich stehe im Flur, der jetzt auch nicht so breit ist, aber es ist halt okay, es ist ein Flur. Eine schöne Fußmatte gab es auch noch dazu, die sieht übrigens auch komplett neu aus. Ich weiß nicht, ob wir die von der Vermietung geschenkt bekommen haben. Und ja, hier ist so das Überlebenswichtige drin, irgendwie Lappen und ein Zollstock und so. Also das Überlebenswichtige für, wenn man das erste Mal in eine neue Wohnung geht. Und dann kommen wir aus dem Flur. Hier ist eine Glastür, endlich mal mit schönem Glas. Nicht so hässlich wie sonst. Geht es hier einmal nach rechts zu mehreren Räumen. Das zeige ich euch dann. Also hier bin ich jetzt gerade rausgekommen. Und dann kommen wir hier in einen Wohnbereich mit sehr vielen Fenstern. Ich gehe aber mal dort in die Richtung. Also die komplette Front ist hell. Also es ist wirklich richtig, richtig schön hell hier. Ich zeige jetzt nochmal von der Seite. Hinter mir sind ganz, ganz viele Fenster und hier sind nur so ein paar so Fachwerkbalken und das ist die Abtrennung zur Küche. Und hier links geht es dann von der Küche aus, da ist auch komplette Fensterfront, auch noch auf dem Balkon. So, und jetzt zeige ich euch mal die Küche. Die ist jetzt nicht so spektakulär, das ist, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, eine IKEA-Küche. Die war halt schon da und die ist halt nett, so, ne? Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir unsere wunderschöne schwarze Küche nicht mitnehmen können, weil wir bauen die jetzt hier nicht aus oder so. Genau, nochmal von der Seite hier die Balken und hier ist auch noch so eine Ecke. So, und dann gehen wir mal weiter nach hier drüben, erstmal nach rechts. Ihr seht schon den Boden, ne? Ich weiß nicht, warum wir in jeder Wohnung mit irgendwelchen orangen Elementen im Bad konfrontiert sind. Also das ist ja eine Katastrophe in der alten Wohnung, also da, wo wir jetzt aktuell noch wohnen, da waren so eine orange Zierleiste. Und jetzt haben wir halt einfach orange Fliesen. Ja, eine ultra hässliche Lampe. Aber so sieht das hier aus. Hier kommt Waschmaschine und Trockner hin. Ich habe aber die Befürchtung, dass durch die Dachschräge die nicht aufeinander passen. Das müssen wir dann gleich mal ausmessen. Ich hatte auch gedacht, dass du es sagst und diese Badewanne ist nicht so tief wie unsere vorher. Und die ist auch nicht so zerkratzt wie unsere alte Badewanne. Genau, ein sehr großes Bad im Vergleich zu vorher. Dann haben wir hier so einen halben irgendwie Zwischenflur. Und dann gibt es hier einmal in das kleine Zimmer. Das sieht ja wirklich winzig aus. Das sieht so aus wie der Flur. Das wird unser Schlafzimmer. Da steht ein Rollo, habe ich übrigens gerade gesehen. Da. Und hier ist halt einfach auch so ein schöner Fachwerkbalken. Jo, und dann gucken wir hier mal hier ins Kinderzimmer. Das ist das größere Zimmer und hier ist gerade Herbert unterwegs. Komm mal schnell rein, dass der nicht abhaut. Ich habe Herbert hier schon mal durchgeschickt, damit Karl hier gleich bauen kann mit seiner Duplo-Eisenbahn. Die kann man sogar mit dem Technikspoiler von der Leine. So, und jetzt sind wir hier in dem Zimmer und das ist natürlich riesig, hat auch wieder so schöne Balken und alles. Also Karl hat hier wirklich unendlich viel Platz für alles. Und wir nicht. Ja, wir brauchen auch keinen Platz. So, super, jetzt wollte ich hier rausgehen. Ganz, ganz toll. Schnell raus hier. Also die Wohnung ist viel größer als unsere bisherige. Ich werde jetzt hier fleißig alles vermessen. Das wird wahrscheinlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, weil es hier einfach so viele Ecken und Winkel und alles gibt. Oh, Herbert ist fertig. Sehr gut. Und der Karl kann jetzt hier seine Duplo-Eisenbahn aufbauen. Ich hoffe, dass er nicht kommt. Dann mach mal auf.
Und ich lasse Herbert im Rest der Wohnung jetzt noch rumfahren. Muss nur mal gucken unter der Küche, ob da vielleicht Kabel sind, die Herbert fangen könnte. Ansonsten kann er jetzt hier mal rumfahren. So, und jetzt kann ich euch nämlich auch schon zeigen, was wir schon gepackt haben. Ganze 2 Kisten. Und hier vorne steht einfach gerade alles, was transportiert werden kann. Also die ersten Sachen sozusagen. Hier sind Decken als Polster für im Auto. Und ja, diese 2 Trennwände. Wir haben einfach hier vorne so eine kleine unordentliche Ecke gemacht. Es geht natürlich bald noch weiter mit Packen, aber ich wollte halt irgendwie jetzt nicht schon ewig vorher im absoluten Chaos leben und wollte auch erstmal alles abmessen, bevor ich irgendwelche Möbel zerlege und man die nicht mehr schön irgendwie dann abmessen kann. Und ja, wir gucken mal. Das Ding ist, wir haben von unserer alten Wohnung, also von der vorherigen, noch die Badmöbel. Die hatten wir bei eBay lange drin, aber die hat keiner gekauft, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Wir haben die einfach eingelagert und die können wir jetzt in der neuen Wohnung wieder nehmen, weil hier war ja ein Spiegel dran und auch ein Waschbeckenunterschrank und mehr Möbel haben gar nicht hingepasst. Und die sind jetzt halt noch eingelagert und die können dann nämlich auch direkt schon mit, weil die fehlen hier nicht und können dort aber schon angebracht werden. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ja, und dann müssen wir halt einfach mal gucken, wie viel wir immer so in ein Auto kriegen, weil wir haben jetzt ein großes Auto. Da wird auch, also bis auf wirklich ganz wenig große Sachen, wird da auch alles reingehen. Es ist echt übel krass. Wir müssen halt 100.000 mal fahren. Aber wir haben ja auch noch ein zweites Auto, wo jetzt vielleicht nicht so viel reinpasst. Aber das wird schon. So, ein Teil von der Fuhre, was ich gezeigt habe, ist noch da. Wir haben heute die erste Fuhre rübergebracht, aber nichts weiter gemacht. Also wirklich nur Sachen hingeschafft. Und ich drehe jetzt mal die Kamera. Ja, das ist die Fuhre für morgen. Hier sind wieder immer, also hier ist noch was, was wir halt nicht fortgekriegt haben. Den hier habe ich auseinandergebaut. Also es ist jetzt gar nicht so viel, aber ich glaube, das reicht so. Und morgen wird gestrichen. Ich habe heute im Keller unsere ganzen Farben mal überprüft und leider sind die Farben, also dieses Grün hier und dieses Orange hier, die sind leider beide verschimmelt. Das finde ich total komisch, weil das sind halt beides so Farben, die wir halt auf Wunsch anrühren lassen haben. Und wir haben aber zum Beispiel Farben, die älter sind, also die wir vor längerer Zeit geöffnet haben, wo wir in der alten Wohnung grün und rosa gestrichen haben und die sind noch nicht verschimmelt. Die haben eine viel bessere Haltbarkeit. Ja, das Wohnzimmer streichen wir irgendwie wann anders. Ist ja jetzt irgendwie nicht eilig oder noch nicht eilig. Wir sind ja eigentlich ganz fleißig. Also gestern Schlüssel gekriegt, alles ausgemessen, heute erste Fuhre gemacht, morgen zweite Fuhre und streichen. So, und hier fehlt jetzt auch einfach schon das Regal und dann seht ihr mal unsere wilde Konstruktion. Der Wasseranschluss ist nämlich hier und wir wollten aber das Waschbecken hier haben. Andererseits ist hier der Herdanschluss, das war jetzt nicht so weit, aber trotzdem einfach dieses, hier ist das Abflussrohr und die Wasserschläuche sind einfach Kilometer lang. Ja, und ich mache mir Essen, also so eine asiatische Pfanne mit Fake-Fleisch. In meiner geliebten, unbeschichteten Edelstahlpfanne. Boah, ich würde sagen, ich lasse es mir jetzt gleich mal schmecken. Richtiges Umzugsleben, so Tiefkühl, fertig, Fraß. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I
I could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ganz viele Stunden später und ich zeige euch jetzt mal, wie weit wir gekommen sind. Es ist ein bisschen Zeug hergekommen und wir haben zwei Räume gestrichen und drei Räume sogar. Und ja, ich habe also, das ist echt ekelhaft, aber ich kriege in ein paar Tagen neue Nägel. Also von daher, das, was jetzt gar nicht abgeht, wieso auch immer, mal gucken. Ich habe safe auch Farbe in den Haaren und sonst wo. Ja, und das ist im Schlafzimmer eine Wand. Hier sind ganz schlecht zugespachtelte Löcher. Da hängen wir vielleicht irgendwas drüber oder keine Ahnung. Aber das ist jetzt hier eine Wand. Hier wird das Bett stehen mit dem Kopfteil. Und hier der Schrank. Und ja, so viel passt hier ja auch nicht weiter rein. Ja, dann ist wie gesagt ein bisschen Zeug angekommen. Heute wieder hierher und dann haben wir einmal noch, ich zeige euch das mal von hier drüben, bei Karl im Zimmer gestrichen. Man sieht, dass es noch ganz frisch ist, das habe ich jetzt hier als letztes gemacht. Genau, seine ganze Einrichtung ist ja so in grün-weiß gehalten und lila ist seine Lieblingsfarbe. Genau, und da sieht es jetzt hier, also ich finde es total toll und diese hässliche Lampe kommt noch ab, aber ich finde es stimmig. Ja, und dann hat Tim im Flur gestrichen. Das kann ich euch auch noch zeigen. Ja, hier sieht es halt aus wie Sau. Und zwar, also einmal alles halt weiß gestrichen, weil das war ganz, ganz, ganz schlecht gestrichen. Hier fehlt doch der Türrahmen, den haben wir hier abgebaut. Genau, und da hat er jetzt nochmal überall mit einem guten, hochwertigen Weiß drüber gestrichen. Aber es ist natürlich auch gerade erst frisch. Genau. Ja, und hier liegt halt jetzt noch ganz viel Zeugs rum. Ja, aber so sieht es aus, wenn man umzieht. Ich werde jetzt aber erstmal eine Liste erstellen, was in welchem Raum sauber zu machen ist. Es ist ja mehr, also man putzt ja, wenn man irgendwo neu einzieht, viel mehr Sachen als sonst, ich sag mal, beim täglichen Saubermachen. Das ist ja jetzt so, wie wenn wir irgendwie einen Großputz für die ganze Wohnung mal machen. Und da will ich mal eine Liste erstellen, dass wir halt auch nichts vergessen. Und auch wenn wir so einen richtigen, komplette Wohnung Großputz machen, erstelle ich auch immer eine Liste, damit man es abhaken kann und dann so richtig sieht, auch den Fortschritt. Weil man macht ja auch Sachen sauber, die nicht dreckig sind. So, und da sieht man ja dann keinen Unterschied, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn man eine Tür, also das Türblatt abwischt und ja, ich habe Farbe unter den Nägeln. Also ich habe echt nicht alles abgekriegt. Genau, und jedenfalls mache ich da jetzt mal eine Liste, womit wir dann, wenn wir die nächsten Male dort sind, zum einen mal eine große Putzaktion machen können. Dann machen wir noch die Streichaktion in der Stube und in halt, also stellenweise.
Und ja, werden immer wieder kleine, mittelgroße Fuhren machen und nach und nach alles verlagern. Aber es ist echt krass. Also dort in der neuen Wohnung, habt ihr ja gestern gesehen, ist ein bisschen Chaos. Also ich habe das dann noch aufgeräumt. Aber jetzt hier in der Wohnung, es ist immer noch nicht dieses Umzugsfeeling, weil, also keine Ahnung, es sind noch so viele Sachen da, es sind noch so viele Sachen ordentlich aufgeräumt, sieht noch voll normal aus. Und das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte nicht hier ein großes Chaos anrichten, dort ein großes Chaos anrichten und dann so richtig leben und mich dabei nicht wohlfühlen. Ja, also das läuft eigentlich ganz gut. An der Stelle möchte ich das Video beenden. Das ist jetzt Teil 1 vom Umzug und es kommt bestimmt noch mehr. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch dann im nächsten Video wieder. Ihr verfolgt dann, wie es weitergeht. Ich bin natürlich auch gespannt. Also es ist halt echt so, ich weiß überhaupt nicht, was im nächsten Video passiert, wie weit wir kommen werden, was wir machen werden und so weiter. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.